Mit diesen ein Dutzend Leuten wolltet ihr uns angreifen? Naja, also ich glaube nicht, dass wir euch angegriffen hätten, aber schon so den Zwerg, der kann nichts. Mit den Paiusgeweihten. Also da hättet ihr... Ja, bei Jalan, das könntet ihr, hättet ihr vielleicht schaffen können, aber ihr unterschätzt meinen guten Kameraden Boltax. Ihr werdet in einem Feuerball explodiert, bevor ihr auch nur an ihn rangetreten werdet. Was? Ah, das wäre... Ja, oh, das wäre eine... Das hättet ihr sehen müssen. Ihr wärt auf 5 Meter an ihn rangekommen und dann auf einmal wärt ihr in einer Flamme aufgegangen. Manchmal macht ihr mir sogar Angst. Ich möchte versuchen, die einzuschüchtern. Ja, dann überzeugen ist das, ne? Oder überreden? Überreden. Überreden. Ich wusste nur, dass eine Talentspezialisierung auf eines der beiden ist. 10 Punkte gegen die Menschenkenntnis. Ich meine, eher Selbstbeherrschung, oder? Selbstbeherrschung, ja, doch, du hast recht, Selbstbeherrschung. Aber, okay, für die ist sowieso alles gleich, also, okay. Die würfeln auf, ja, aber du hast schon recht, das ist halt doch trotzdem die gleiche Probe. Also. Und mein Ziel dabei ist, ich möchte ihn Angst vor Boltax machen. Mhm. Ich möchte nicht, dass, im Prinzip möchte ich erreichen, dass sie eher Jalan angreifen. Ich wollte gerade sagen, falls das im Umkehrschluss, dass du ihn von mir die Angst nimmst? Genau, weil du steckst es halt ein, aber Boltax könnten die halt echt kriegen. Einerseits, du siehst ja, okay. Gerade, wie sie zögern und dann das Letzte, was noch fehlt, der letzte Kick, den sie noch brauchen, dass du selber Angst vor Boltax hättest. Ja, also ich hab... Ja, ihr wisst es ja, aber Magier, das ist ein unheimliches Pack, das sage ich euch. Du musst sehr vorsichtig sein, da mache ich mir selber schon Sorgen, doch. War gut, dass der auf meiner Seite ist. Habt ihr Magier auf eurer Seite? Nein. Oh, ja, dann werdet ihr alle gleichzeitig in Flammen aufgehen. Das ist noch viel witziger. Was können die? Soll ich ihn rufen? Ich kann ihn eben rufen, dann lässt er euch in Flammen aufgehen. Nein, wir haben noch nichts gemacht. Wir haben noch nichts gemacht. Ja, aber Boltax sieht einfach, geh Leute gerne in Flammen aufgehen, wisst ihr nicht? Nein, wir wollten doch... Er ist der Brandbringer. Wir haben 2 Silber bekommen, wir wollen nicht sterben. Ja, aber wieso wollt ihr dann Boltax angreifen? Der ist der Brandbringer, das weiß doch jeder. Keine Ahnung. Ihr seid ein seltsames Völkchen. Also. Er ist ein Zwerg ohne Kettenhemd und ohne Waffen. Das ja, weil er keine aus. Braucht. Darüber haben wir nie nachgedacht. Aber wisst ihr was? Ihr bleibt einfach hier draußen sitzen. Ich hol Boltax und dann geht ihr alle in Flammen auf. Nein, bitte nicht. Das ist, ja, wartet ihr, ich gehe schon mal los und dann gehe ich ganz entspannt in Richtung Schiff. Ja, du siehst, wie der Mann kurz stehen bleibt. Überlegt, ob er warten soll. Dann siehst du, wie er weglaufen will. Geht die ersten 2 Schritte, bleibt dann kurz stehen, dreht sich zu Consuela um, die da immer noch ohnmächtig liegt. Und will er sie jetzt mitnehmen oder nicht? Und dann lässt er sie zurück und läuft. Ja, mir Consuela ist mir egal. Ich gehe jetzt zurück aufs Schiff und lach mir ein ins Fäustchen. Ja. Gut. Dann könnt ihr so den Abend gemeinsam verbringen. Und wir schreiben den nächsten Tag, 22. Travia, immer noch Herbst. Und es ist 8. Stunde. Wie geht's weiter? So. Schön, dass ihr auch alle auf seid. Ja. Sagt Jalan, der als letztes in den Raum kommt. Du hast auch nicht gut geschlafen, oder? Nennen wir es so. Gut, ich denke, die Pläne für heute stehen größtenteils klar. Wenn sonst nichts mehr anliegt, denke ich, treffen wir uns erst gegen Mittag wieder. Und tauschen uns kurz aus. Dann können wir weitersehen. Ja, ich wollte euch noch kurz warnen. Ich habe gestern so ungefähr 12 Haderlumpen am Hafenbecken gesehen, die wollten sich auf Boltax stürzen. Auf mich? Ja, das haben sie jetzt nicht mehr vor Jahren und ich glaube, die werden sich auf dich stürzen. Stopp, vorne. Gassendiebe oder was meint ihr? Naja, so Haderlumpen halt. 1-2 Knüppel, hier und da mal ein Dolch. Wegen der Schlingerwette? Weiß es nicht so genau. Irgendwer hat sie bezahlt, sie wussten nichts. Hat sie ihn bezahlt und auf uns angesetzt? Naja, mit 2 Silber. Also ich denke nicht, dass das hier... großer Komplott ist, sondern irgendwie ein Idiot, der Boltax unterschätzt. Und du hast es ihnen herausgequetscht, wer sie bezahlt hat? Das wussten sie nicht. Und aber du hast einen davon hier behalten? Einer liegt tot am Hafenbecken. Leicht tot. Auf ihm hast du ihn umgebracht oder nicht?
Ich habe ihn nicht umgebracht, aber sie lag dann da am Hafenbecken, also sie könnte schon von irgendwem umgebracht worden sein. Ich möchte das nicht ausschließen. Ich finde es gut, dass du sie nicht umgebracht hast. Wir sehen kurz nach. Ich eile kurz von dann und schaue in den Hafenrand, ob irgendwo noch ein bewusstloser Mensch herumliegt. Also vermutlich nicht. Höchstwahrscheinlich, wenn sie da immer noch liegen hätte, würde sie weggeräumt werden und zwar einfach ins Hafenbecken getreten. Okay, schwimmt da jemand drin? Du guckst, hoffe mal eine Sinnschärfeprobe. Oh Gott, immer mal eine Paradetalente. Und hier mal 6 Punkte. Ja, 6 Punkte. Noch schwimmt da einer. Du siehst wohl, wie der Arm fehlt, ja. Aber irgendeine Person schwimmt da und Klamotten sind zerrissen und Schuhe fehlen. Ich weise halt die nächstbesten Matrosen an, diese Person mit dem Bootshaken rauszuholen und dann an den Boran-Tempel zu überbringen. Ich bleibe aber nicht hier, um mir das anzusehen. Okay. Okay, genau. Wir sind in Alanfa, im Boran-Glauben muss Vorschub geleistet werden. Genau, und dadurch, dass sie gestorben sind, ist ja Auftrag für Bohrer. Ja, ich gebe ihnen auch irgendwie ein paar Münzen mit, damit sie halt die Bestattungsgebühr oder was sein wird bezahlen können. Und dann ab geht's. Gut, dann fangen wir in der Mitte an bei Boltax. Wo möchtest du hin? Mit wem? Ja, die Idee war ja gewesen, dass ich entweder mit Sulamin zu Salix gehe oder erstmal mit Yalan zum Fex-Tempel. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was die anderen primär zuerst wollen. Du entscheidest jetzt. Ich würde mich auch an Salix anheften, wenn wir es in einem Aufwasch machen wollen. Ja, können wir machen. Dann würde ich tatsächlich erstmal gucken, dass wir einen Termin bei Salix bekommen. Gut, Sulamin möchte mit? Möchte noch jemand mit? Ich würde auch mitgehen, weil wir gehen wahrscheinlich gemeinsam auf den Silberberg mit Raffin dann zusammen. Könnt ihr dann sowieso alle 6 gehen. Es sei denn, jemand, das möchte jetzt ganz woanders hingehen. Okay, wollen wir dann erst alle zu Bonnaret? Ja gut, stimmt. Das macht dann eigentlich eher Sinn. Ihr müsst euch ja im Prinzip auch nicht aufteilen. Nee. Das verlangt ja keiner. Gut, ja, okay. Dann geht es durch die Stadt vorbei an dem großen Aufzug. Die Tore werden wieder von Emilio Adranes geöffnet. Und ihr steht nach grob einer Stunde vor dem gewaltigen Anwesen der Bonnerets. Ja, ich denke, es ist nur vernünftig. Bei dem Gespräch, das kommt, dass ich nicht anwesend bin, richtig? Nun ja, es könnte euch etwas vielleicht Unbehagen bereiten. Naja, vielleicht würde euch auch nicht das Angebot machen, über das wir gesprochen haben, wenn ich da stehe. Das wäre möglich. Einerseits ist dies gut möglich, andererseits ist unsere Bekanntschaft miteinander natürlich Allgemeinwissen. Naja, aber es mir ins Gesicht zu sagen, ist was anderes, als es euch zu sagen. Natürlich. Das ist korrekt. Es stört mich nicht, hier zu warten. Wachdienst mache ich eigentlich immer noch mal ab und zu ganz gern. Aber brüllt irgendwas, wenn ihr Hilfe braucht. Ja. So wie immer. Ja, die große Pforte geht auf. Schmiedeeisern könnt sehen, wie eine Person in Offizierskluft nach draußen tritt. Mustert euch kurz und sein Blick bleibt dann bei Diamantes hängen. Ist ein verlebtes Gesicht. Du überlegst kurz, woher kennst du ihn? Das muss Chessel Bonnaret sein, der zweite Offizier damals auf der Golgari. Und der hat dich hart schikaniert damals. Diamantes Monterey. Ihr, hier. Jetzt! Bonnaret, muss sich ja einiges geändert haben, dass ihr uns das Tor aufmacht. Nun, ich mache nicht das Tor auf, sondern ich verlasse einfach nur diese Villa. Sie gehört übrigens mir. Habt ihr auch eine Villa? Ja, sogar mehrere. Ich habe gehört, ihr seid entlassen worden. Und da habt ihr wohl falsch gehört. Da solltet ihr eure Quellen noch einmal prüfen. Ich habe die Armada verlassen. Ja, genau. Ihr wurdet gegangen. Gut. Euch haben wir sowieso nicht gebraucht. Dann leistet Solddienst bei den Helden. Viel Erfolg. Zu wem wollt ihr übrigens? Nun, zu eurem Familienoberhaupt. Aurelian Bonnaret. Familienerwartet. So, so. Ihr werdet erwartet. Davon wurde mir aber nichts gesagt. Nun, ihr seid wahrscheinlich nicht wichtig genug, vermute ich. Es ist nicht schlimm, nicht über alles im Bilde zu sein. Und ich weiß auch gar nicht, wie ihr heißt. Ja, seht ihr. Ist also nicht so dramatisch. Immerhin kennt ihr uns als die Helden. Und wir haben euch jetzt auch kennengelernt. Ist doch schön, wenn man immer neue Freundschaften schließen kann, nicht wahr?
Und Monterey gehört jetzt dazu, ja? Keiner Landfahrer mehr? Ich werde immer ein Alanfahrer bleiben. Nun, ein Alanfahrer zu sein und ein Held zu sein schließt sich nicht aus, oder? Ich würde sogar sagen, dass es ganz vorzüglich zusammengeht. Tja. Er bleibt kurz an dir heften, überlegt, ob er einen fiesen Kommentar dir gegenüber macht, aber betrachtet dann deinen ganzen Körper und geht dann einfach. Und bleibt dann nochmal stehen und schaut dir nochmal auf den Arsch. Eine bezaubernde Person. Ein Freund von euch, Diamantes? Ja, weiß ich nicht, kein Freund. Ich musste 10 Jahre mit ihm verharren. Und ihr habt ihn nicht getötet? Respekt. Nun, ihr schätzt mich falsch ein, Kapitän, wenn ich nur aus einer persönlichen Feder einen Granden töten würde. Wenn ihr das so sagt, klingt es natürlich absurd. Ja, er war doch eigentlich recht sympathisch. Ja, er hat ein bisschen viel geredet, aber... naja. Na los, ich jetzt, ihr müsst rein, husch, husch. Ich muss Nachtdienst schieben. Ja, wenn ihr das Ganze betretet, könnt ihr im Garten noch erkennen, wie dort der maraskanische Leibwächter von Aurelian steht. Den hattet ihr auch kurz zumindest gesehen. Wirklich viel unterhalten hatte er sich nicht mit euch, Maraskaner mit dem Namen Rassirigian Alboran. Aber weil den Namen keiner aussprechen kann, nennen ihn alle nur Rassir. Er verbeugt sich nur vor euch. Ihr könnt an seiner Seite 2 Doppelkonchoma erkennen und wohl weitere Klingen aus dem wahrscheinlich Kronkrieg oder so. Also durchaus geschulter Leibwächter, Gladiator, der seine Waffen tragen kann. Also vielleicht kann er sich nicht ganz mit Raphim messen, aber schon mit allen anderen von euch. Und deutet dann in Richtung des Eingangs. Ich würde vorgehen wahrscheinlich mit Sulamin zusammen. Und ich weiß nicht, ob die Tür offen ist, oder wenn ich klopfen oder an der Klingel ziehen oder so. Ja, es gibt hier natürlich auch mehrere Diener in Livrees, die dann auch die doppelflügeligen Tür dann vor euch aufziehen. Also ihr werdet tatsächlich erwartet und könnt dann gemeinsam mit Rassirigian, der euch dann führt, durch die großen Gebäude reintreten. Es gibt ein kleines Atrium, was dann noch nicht verhängt ist, sandig. Und da sind einige Stühle aufgestellt, natürlich auch noch so ein großer Sonnenschirm. Und auf einem der Stühle sitzt Aurelian Bonaret mit einer großen Weinflasche, irgendwelche metallenen Becher, die dann neben ihm stehen, irgendwelche Zierbecher. Und deutet dann auf die anderen Stühle und den Tisch. Ihr Helden, willkommen. Nun, dies ist meine Soiree. Setzt euch. Vielen Dank für eure Audienz. Nun, ich hatte überlegt, wo wir das Ganze abhandeln. Wir haben natürlich auch noch einen gewaltigen Garten mit einem gewaltigen Teich, aber nun, ich glaube, das sollte es auch tun. Denn solche Gespräche müssen ja nicht unbedingt belauscht werden. Und hier habe ich die Vögelchen unter Kontrolle. Oh, es ist ein sehr schönes Atrium, das muss ich sagen. Und ist sehr geschmackvoll, ja. Schlicht, aber es genügt dem, was wir vorhaben. Ihr wolltet mit mir sprechen. Nun ja, wie ihr vielleicht erfahren habt, rüsten wir uns im Kampf gegen den Heptarchen zur See, Darion Palligan. Und zu diesem Zwecke benötigen wir Gold, Schiffe und Soldaten. Ja, und ihr wartet, dass ich euch jetzt diese Dinge gebe? Nun, wir müssen uns über die Kondition unterhalten, für die ihr bereit wärt, nun ja, eure Soldaten abzukommandieren. Abzukommandieren, Soldaten, dafür braucht es eine Kriegserklärung. Ich kann nicht einfach so Soldaten des Lanfanischen Reiches auf ein Schiff stecken und gegen andere Reiche in den Krieg ziehen. Das wäre Terrorismus. Kann eine Heptarchie überhaupt rechtskräftig den Krieg erklären? Sind sie nicht eher selbsternannte Usurpatoren? Tja, das ist die Frage, ob man die Staatenform anerkennt oder nicht. Ob sie über ein Gebiet verfügen, nun, über wohl die ganze blutige See. Und es mag auch sein, dass Yol-Gurmak nie offiziell anerkannt wurde, aber die Stadt Usilia gibt es nicht mehr und wir müssen akzeptieren, dass diese Stadt existiert. Also, sehr wohl, man kann Krieg gegen Yol-Gurmak erklären, man muss Krieg gegen die blutige Heptarchie erklären. Ihr spracht ja
eben gerade davon, dass es ein terroristischer Akt ist. Aber was ist es anderes, wenn die blutige See und die Schiffe, die unter Darion Palligan fahren, Schiffe der braven Alanfana-Händler überfallen? Ja, ich glaube, das ist ein großes Problem, das Chantala Carino demnächst haben wird, oder? Wenn ihre Schiffe untergehen und nun, sie als Präfekta des Handels? Nun, es ist ein Problem, das euch alle früher oder später betreffen wird. Von den letzten 18 Kornlieferungen aus Aranien und dem kürzlich befreiten Uhon sind 4 durchgekommen. Die Knappheit in der Stadt hat sich bereits in großem Maß auf die Bevölkerung ausgewirkt. Und während sie euch, ich bin mir sicher, ihr habt eure Plantagen hervorragend bewirtschaftet, sicherlich an sich verschonen wird, wird es irgendwann, selbst wenn die Aufstände im Griff gehalten werden können, euer gesamtes Volk dahinzehren. Ich habe gehört, die Farners haben vor kurzer Zeit eines der Lagerhäuser mit Getreide niedergebrannt. So knapp kann das also nicht sein. Jetzt noch knapper, als es vorher war. Und so oder so, seid ihr dann irgendwann ein Volk, ein Grande ohne Volk. Ja. Ihr müsst dies im größeren Zusammenhang betrachten. Der Feind kommt am Ende zu euch. Ihr begeht also, nun ja, könnte man Selbstmord sagen, wenn ihr nun ja nicht eingreift. Nun, wenn ich meine Soldaten nach draußen schicke und uns verwundbar mache, dann fürchte ich doch viel eher den Dolch in meinem Rücken. Ich müsste mich also eher um die anderen Granden hier kümmern, denn ich glaube, sie machen mich wirklich verwundbar. Nun, wie viele Soldaten könnt ihr entbehren? Tja. Was glaubt ihr jetzt, dass ich euch 2 Banner zur Verfügung stelle auf eines eurer Kriegsschiffe und ihr segelt munter mit ihnen in den Sonnenuntergang? Nein, das haben wir nicht gedacht. Was ihr braucht, sind Schiffe, keine Soldaten. Und ich habe keine Schiffe. Nun, wir wollen uns diese Schiffe besorgen. Aber wir brauchen natürlich auch Soldaten auf diesen Schiffen, nicht nur Matrosen. In der Tat, ein Problem nach dem anderen müssen wir lösen. Es bringt nichts, sich über Schiffe Gedanken zu machen, wenn wir keine Mannschaft haben. Und es bringt nichts, sich nur über die eine Sache Gedanken zu machen. Wir sind ja nicht so kurzfristig im Denken. Wir denken ja in langfristigen Dimensionen. Ja, das ist natürlich löblich. Und ich denke in langen Bahnen. Nun, ich hätte euch bis vor, nun ja, sagen wir dem 19., als ich bei der Soiree bei euch zugegen war, hatte ich euch ja schon einige Dinge versprochen, aber angedeutet. Das Problem ist, dass es nun einen riesigen Aufstand gab und die Soldaten tatsächlich auch im Inneren gebraucht werden. Nun, ich bin mir sicher, dies ist ein Zustand, der sich beseitigen lässt. Nun, die Aufstände kochen seit je einiger Zeit. Man hört auch aus verschiedenen Ecken, dass diese Aufstände nicht nur der natürliche Unmut des Volkes, dem natürlichen Unmut des Volkes Ausdruck verleihen, sondern von verschiedenen Stellen angestachelt werden. Das habe ich auch gehört. Außerdem wäre es doch eine logische kausale Folge, wenn man wieder Kornlieferungen aus dem ehemaligen Mogulat herbringen könnte, dann würde das Volk sich beruhigen. Es wäre also im Gegenteil sinnvoll, Soldaten dafür abzustellen, die schwimmende Heptarchie zurückzudrängen. Das würde die Situation hier in der Stadt entspannen. Nicht Eskalations-, sondern Deeskalationspolitik ist hier der Schlüssel. Außerdem würde es natürlich eure Position gegenüber der Handelspräfektin stärken, wenn ihr dafür verantwortlich seid, dass die Nahrungsversorgung der Stadt sich verbessert. Das müsste mir natürlich dann auch gelegen kommen. Nun, das Problem ist, dass mir die Meinung von Chantala Carinor egal ist. Ich hatte eher den Eindruck, ihr fühlt euch bedroht durch die anderen Granden. Ich wäre dumm, wenn ich das nicht tun würde. Aber ich sagte eben, die Meinung von Chantala ist mir egal, nicht ihre Messer im Rücken. Nun, man sagte uns, dass besonders das Haus Zornbrecht viel für das Volk hier tue und dementsprechend auch in höherem Maße seine Unterstützung genieße. Wenn ihr nun dafür sorgen würdet, dass dieses Volk nicht mehr hungern muss, dann würde diese Unterstützung wohl eher euch zufallen. Ja. Das heißt, ihr wollt dafür sorgen, dass die Getreidelieferungen über mein Haus stattfinden, über meine Kontore?
Nun, wir holen derzeit Angebote an. Ein. Natürlich müssen wir sehen, wer das beste Angebot macht und am ehesten in der Lage ist, die Handelsroute zwischen Aranien und hier zu sichern. Denn auch wir wollen unser Korn nicht in der blutigen See versenken. Nun, ich kann euch die Alanfansche Fremdenlegion anempfehlen. Was haltet ihr davon? Zuverlässig? Ja, ich denke schon. Sie sind dafür ausgebildet, auch in der Fremde zu kämpfen und nicht in den hiesigen Gebieten. Nun, von wie vielen Bannern sprechen wir? 2 Schwadronen. 100 Mann. Dies ist nicht wenig. Es ist ein Anfang. Kapitän, seid euch gewiss, dass sich bei der Fremdenlegion um eine Kavallerieeinheit handelt. Das müssten wir bedenken, wenn wir sie mit Schiffen transportieren. Das sagt ja auch der Name Schwadron aus. Nun, aber ich weiß nicht, wo das Problem ist. Die Basaltfaust reitet auch auf Schiffen. Der Captain ist mit dem Landkampf nicht gar so sehr vertraut. Lasst euch nicht verwirren. Wir wären tatsächlich sehr dankbar über eine solche, sagen wir, Beimessung zur Sicherung der blutigen See. Nun, Beibeute, über die mag ich zwar nicht verfügen, aber sie sind trotzdem vorhanden. Und nun, die Ordenskrieger des Schwarzen Rabens könnte man sicherlich auch überzeugen. Die Ordenskrieger des Schwarzen Löwen wohl ebenso. Erzählt mir doch mehr über diese Orden. Ich habe noch nie von ihnen gehört. Gute Leute. Verstehen ihr Handwerk. Mit Bohren und mit Runde am Mund. Sind sie hier in Alanfak quartiert? Ich habe noch nichts davon gesehen. Nun, der Orden des Schwarzen Löwens wurde an der Balhonak, von Balhonak auf Anraten vom obersten Geweihten des Chortempels gegründet. Allerdings, vor Rondra. Sie schützen vor allem die Plantagen vor Tieren, vor Plünderern und kennen sich auch mit Guerillaschlägen aus. Das klingt tatsächlich genau wie das, was wir brauchen. Eigentlich klingt das nicht besonders nach Rondra. Aus dem Hinterhalt. Das er sagte, sie kennen sich damit aus, nicht, dass sie selbst welche verüben. Die Plantagenplünderer schlagen natürlich so zu. Aber sie können dagegen Widerstand leisten. Und das wäre in der Tat ein wertvolles Wissen. Und ihr könntet vielleicht, sagen wir, uns den Ordensmeistern vorstellen? Gouverneur von Pylos. Warum nicht? Unterstehen diese Orden direkt dem Patriarchen? Das sind Ordenskrieger. Sie unterstehen dem Ordensführer oder der Führerin. Und wenn ich sage, dass Corisande euch unterstützen mag, dann also wird sie das sicherlich tun. Was er meint, ist, dass sie dem Patriarchen so sehr unterstehen wie der Bannstrahl dem Lichtboten. Und das heißt, ja oder nein? Nun, ich brauche natürlich sicher einen von euch und dann können wir darüber sprechen, was ich euch gebe. Aber, nun, 2 Banner Ordenskrieger des Schwarzen Löwen und jeweils 2 Banner des Schwarzen Rabens. Das sind 200 Krieger und noch einmal 100 Reiterei. Könnt ihr natürlich haben, ihr könnt sie auch ablehnen. Und wir wären tatsächlich sehr dankbar, dann reden wir doch über Sicherheiten. Correct. Denn schließlich können wir nicht nur mit gutem Willen Geschäfte machen. So ist das. Nun, zum einen sind wir selbstverständlich bereit, ein gewisses Maß an Ware vorzuliefern. Zulamin und Boltax sollten einen Überblick über die genauen Zahlen haben. Aber ihr werdet vermutlich noch etwas anderes im Sinn haben. Nun, ich habe ein Problem mit den anderen Granden. Wie ich das bereits sagte, ich fürchte ihre Klingen und sie sind wankelmütig, bekämpfen sich gegenseitig. Ja, die Grandenherrschaft scheint so inwärts gewandt zu sein, dass das Volk darunter leidet. Zornbrecht kämpft gegen Padigan, kämpft gegen Kugris, kämpft gegen Karinor, kämpft gegen Florios. Ein Hass, der sie untereinander treibt und ich fürchte die Klinge, die wie gesagt meinen Rücken trifft, das kann ich nicht oft genug betonen. Und damit das verhindert wird, unterstützt mich im Kampf gegen die Granden. Wenn ihr damit anfangt,
Das bleibt hoffentlich unter uns. Und wenn nicht, dann ist das natürlich nur ein loses Gerücht. Niemand kann mir etwas anderes beweisen. Wer würde schon 6 der hergelaufenen Halunken glauben? 5, aber ja. Nun sollte Narib Zornbrecht abdanken, und damit meine ich permanent, oder Goldo Padigan von seiner Veranda stürzen, dann soll euch der Dank der Ordenskrieger sicher sein. Damit würdet ihr mir helfen. Damit würde Ruhe auf dem Silverback einkehren. Nun, ich glaube, Resan ist ein guter Mann, aber Narib ist. Er hat zu viel Gewalt in seinem Blut. Muss tatsächlich umgebracht werden. Und ich hatte schon befürchtet, dass ihr die Köpfe aller Granden von uns wolltet. Nein, aber ihr könnt damit anfangen. Darf ich Menschenkenntnis auf ihn würfeln? Ich schaff's vermutlich nicht, aber suchen wir es trotzdem. Ja, warum nicht? Wie sehr ertappt fühlt er sich? Ja, don't just. Ja, okay. Also, du hast das Gefühl, er meint das ernst. Okay.